Ich bin ganz begeistert und ich möchte mich ganz herzlich bei Rettet die Mur bedanken, bei euch bedanken, dass ihr alle da seid und zeigt, wir wollen kein Murkraftwerk. Wir wollen nicht, dass 8 Hektar Grünraum versenkt werden, dass 100 Millionen Euro versenkt werden. 80 Millionen Euro für den Speicherkanal, der überhaupt erst notwendig ist, weil durch das Murkraftwerk die Wasserqualität verschlechtert wird. Das Geld könnte man für so viele andere wichtige Dinge einsetzen. Wir brauchen in Graz mehr öffentlichen Grünraum. Wir brauchen in Graz einen Ausbau vom Öffi-Verkehr, von dem jetzt im Wahlkampf auch der Bürgermeister plötzlich wieder redet, aber unter der Periode weiß er nie was davon. Wir könnten das Geld auch sehr gut dafür brauchen, um das Zusammenleben zu fördern, über das Schwarz-Blau immer einfach drüber fährt. Um Demokratie zu stärken, über die der Bürgermeister jetzt ganz besonders drüber fährt. Er behauptet ja immer, ja, ich habe das Volk ja eh befragt. Mit einer ÖVP-Befragung. Herr Bürgermeister, bitte, was ist das für ein Demokratieverständnis? Eine Partei zahlt eine Befragung, macht eine Befragung und 10.000, über 10.000 gültige Unterschriften von euch, die über Jahre hinweg gesammelt worden sind. Wir haben seit 2011 dabei unterstützt, haben eine eigene Kampagne dazu gemacht bei den Grünen schon. Die werden einfach ignoriert und da wird drüber gefahren mit dem Bagger. Schmähs einfallen. Ob es jetzt das Dialogbüro ist, wo man sich mit Fragen hinwenden kann und dann sehr geschönte Antworten bekommt, oder ob es auch das ist, dass er jetzt sagt, na, ich habe ja jetzt eh ein großes Gebiet an der Mur unter Naturschutz gestellt, in Andritz oben. Initiative vom Naturschutzbund und von den Grünen. Das ist kein Ausgleich für die Zerstörung, für diesen massivsten Eingriff in die Umwelt der Grazerinnen und Grazer dort unten. Wir sagen Baustopp und Volksbefragung. Und das ist möglich. Wir wollen die Volksbefragung. Danke, Tina Wirnsberger.